Auf, wie heißt der nochmal? Der Typ mit den Locken, der Holländer. Der aus Amsterdam, wie heißt der? Kommt, dieser Gamer, Leute, sagt's mir. Wie heißt der? Wie heißt der? Der Holländer. Ich muss noch ein Video ganz kurz gucken. Der mit den langen Locken, so ein, der macht so englische Videos. So ein Gamer ist das. So ein Gamer. Gullit? Nein! Quabbelkopf, genau. Pass auf. Quabbelkopf. Pass auf, der Typ. Road to Penthouse, genau. Der hat sich ein Penthouse gezogen. Das würde ich mir noch ganz kurz gerne mit euch reinziehen, Leute. Das ist wirklich, wild. Der Typ hat in seinem ersten Video, der ist noch, oh, der hat so eklig gefurzt. Der Typ hat in dem Video hier sein komplettes Immobilienportfolio gezeigt. Dem gehört legit halb Amsterdam einfach, Digga. Das ist ganz krass. Amsterdam nochmal was ganz, ganz anderes als Much-Köln, wo ich bin, Digga. Der Typ auf jeden Fall cleverst investiert. Und ich will jetzt mal ganz kurz checken, wie sein neues Penthouse aussieht. Das gucken wir jetzt auch rein, danach gehen wir in Minecraft rein. Und wer das nicht will, der kann sich gerne verbissen. Dark Dragon, Dankeschön für deinen Sub. Let's go! Welcome to the penthouse. We're starting off in the elevator because my apartment has an elevator entrance. Das hatte ich in meiner alten Wohnung auch sauchillig. Einfach auch mit einem Aufzug in die Wohnung fahren ist Big Flex, mega geil. Doppelte Sicherheit direkt aus der Tiefgarage, mashallah. Sehr, sehr geil. Oh, that's crazy! By the way, the funniest thing about this elevator is it says Arona. Get it? Corona? Ah, yeah, you get ja, it? Ja, komm. Also, this elevator has a mirror. Like, literally every elevator ever. Oh, baby girl, you look so good. Come weird, to my house! Weird fucking content. Ever, okay? Like, we'll actually call the cops on you guys. Okay. Anyways, welcome to my home. This is the $5 million penthouse, and I'm gonna give in you guys Amsterdam, a Leute, in einer der geilsten Städte der Welt. Full tour of this ist so geil. Bad boy. Right over here is the entrance, and when you come in, oh, Digga, ist das fett. I want to have a beautiful Japanese garden over here with. I don't really know what tree exactly here, but I want to have a big tree that comes out. Bro, das wird so warm im Sommer. Ich sehe es jetzt schon. I want to have some tiles. I want to have rocks. I want to have green, and I just want to show that this place is zen. This place is just relaxation. This place is not work. It's nothing else but just chilling, and that's it. Once you come in through the Zen Garden, you walk into this wonderful, wonderful, wonderful dining room. At this dining room, I want to have a so beautiful, riesig. Wonderful piano here. I don't know how to play the piano. I can pretend though. Wild editing. You better edit something in, else I look really stupid there. Right over here, there's gonna be a 12 seating dining table. I call. Fühle sehr, finde ich auch geil. Ich habe auch bei mir zu Hause 10 Plätze für Freunde, aber 12 ist nochmal ein anderer Big Flex. Sehr, sehr geil. Übrigens sind das hier tatsächlich auch nur 10 Plätze, was er hier eingeblendet hat, weil das sind 8 und das sind 10 Plätze, ja. I call it the Christmas table because I like never ever einfach ever drei have Meter more hohe than Decken, like six Digga. People ganz, at my ganz home wild. Unless it's like Christmas. Let's move on because you might have already seen it, but there's a wonderful balcony over here. Come and join me on this wonderful balcony. Oh my goodness! This looks so pretty! Look at this view! Digga, mashallah, dieser andere Neubau. Da auf jeden Fall einen geilen Whirlpool hin und dann yalla. This beautiful view. This is the $5 million view, guys. Just take a look. Oh my goodness, I'm in love. Just imagine standing here with a girl and she leans over and then you whisper in her ear and says, hey, do you want to play Minecraft with me? Nothing more beautiful than that. Well, fühle. Fühle wirklich, fühle wirklich. Actually, there is quite a lot more beautiful than that because I'm here on the balcony. I'll show you what it'll look like once there's a swim. Because I'm going to place a massive swimming pool right here on the balcony. I'll show you what it'll look like. Das ist nicht möglich, Bro. Man kann nicht einfach einen Swimmingpool auf einem Balkon machen. Das ist nicht möglich, Digga. Das bricht zusammen. Das bricht legit zusammen. Like, once there's a swimming pool here. Ready? So that's this beautiful balcony. But there's more. There's another balcony. Come, join me. I love balconies. So if you come along with me, there's another balcony over here. I can open these windows. Oh, oh my God. Oh my dad. This place would not be good for Jelly. I don't think he would reach these things. Right over here, right next to the entrance, we're gonna build a wall here. So you're not gonna, don't pretend like you can't
look 3D. You can't see that. Pretend like you can't see that. We're gonna make a really, really, really nice kitchen. This mm-hmm. kitchen is gonna have two fridges, two dishwashers, okay. two freezers, two wine coolers. It's gonna have lights, and this entire apartment, the ceilings, look at the ceilings, look how ugly this is. Das ist so geil, Betondecken sind so geil, what the fuck. I'm gonna have some really clean ceilings. Ceilings that are similar to the apartment that I have right now. We're gonna have islands, we're gonna have LED lights, oh, we're gonna have RGB. Nicht Montana Black, nicht Montana Black, bitte. Speakers throughout nein. The ceiling everywhere. Nein. Right where the camera, fantastic. We're gonna have a really nice ceiling, similar to the apartment that I have right now, and that ceiling, because, you know, designed that too. And a massive, massive couch. Like, I'll show you what it looked like when I'm sitting on the couch. Go. Ich will einfach nur hier durchskippen. Das ist mir ein bisschen unangenehm alles. Aber er ist nett, Lo. Er ist nett. Which is gonna be my animal over here. Like, really nice and cute for him. But let's move on to the rest of the living room. As Digga, you can wie riesig see, ist a das? Wonderful view. You walk in and you can see Amsterdam in its entirety. You can even see different cities from over here. Alright, I'm not even joking. Das you can pretty crazy, man. Das ist einfach viel zu groß, Digga. Das Ding hat einfach 300 Quadratmeter oder sowas gefühlt. You, yes? That's a yes? Ja, 200 you cannot say that. You're still sitting at the bar. Two love seats. Fireplace right next to it. Oh, beautiful. And then, because there's a wall over here, you open the door. You walk through the bedroom. Alright? Gaming computer. The latest, the greatest, the best. Im Schlafzimmer. Das check ich nicht, Digga. Unge schwärmt gerade von dir, Revi. Das ist geil, Alter. Natürlich ist das geil. What the fuck? 240 Hertz Monitor, the best processor. Kuss von Unge, dass du immer für ihn da bist. Kuss zurück, dass du immer für mich da warst, Simon. Und nach wie vor auch bist. Küsschen. Big closet. And you look at it and you're like, why is this closet Unge hat eine Liebeserklärung. Turns out, when you pull it down, it turns into a bed. Geile Sau. Which means that this room can... Nee, Digga, also ich sehe jetzt schon, der fuckt das hier leider, glaube ich, ein bisschen ab. Ist nicht meins, mein Geschmack, aber wildes Ding, wildes Ding.